Hallo, schon wieder Herbst, Zeit, den Sonnenhut abzusetzen und Zeit für Fortbildung. Der Bodentag 2023, 15., 16. November 2023, und es gibt wieder viele tolle Themen. Es wird immer spannender, weil wir kommen immer mehr zu wunderbaren Erkenntnissen, die in der Praxis halt zu besseren Ergebnissen führen. Ja, die Veranstaltungen kann man besuchen in der Schwarzachtalhalle in Neuenburg vorm Wald. Das ist so Großraum Nürnberg, Regensburg. Und das Gute ist aber, wer nicht so weit reisen will, kann halt online teilnehmen. Und das ist natürlich jetzt ein Riesenvorteil. Ja, was gibt es auf dem Bodentag? Ich kann sagen, dass halt es ein breites Spektrum gibt von Themen, die aber ein Gesamtbild ergeben. Also wir kommen immer mehr zu einer gesamtökologischen Betrachtung, und ich bin sehr froh, dass das Wasser auch jetzt mehr in den Vordergrund kommt im Zusammenhang mit Bodengesundheit, weil ich propagiere natürlich seit langem Bodenverbesserung, damit wir die Wasserkreisläufe intakt halten, wieder intakt bringen, Grundwassererneuerung verbessern und die Verdunstung, Wolkenbildung und dadurch dann halt auch ein gleichmäßigeres Wetter bekommen. Und jetzt zum Programm. Also es gibt halt auch den Praxistag am 15. und da möchte ich einfach nur ein paar Sachen zu sagen. Ich habe jetzt einfach mal beim Durchschauen das, was mir jetzt so auffällt. Wir haben halt Leute hier, die wirklich die ganze Thematik gesündere Böden, regenerative Landwirtschaft, auch im Zusammenwirken mit einer verbesserten ökologischen Landwirtschaft. Ja, die ökologische Landwirtschaft muss noch einiges verbessern. Sie könnte sehr viel besser sein. Und einer der Menschen, die hier sehr viel vorangebracht haben, ist Dr. Christoffel, Geobüro Christoffel. Und er macht eine differenziertere Analytik. Und das ist etwas, was mir ein wichtiges Anliegen ist. Wir haben Forschung gemacht hier dazu auch. Und Dr. Stefan Hügel, ich habe hier sein Buch, einfach um da auch mal Werbung für zu machen, Menschliche Gesundheit und Bodengesundheit im Zusammenhang mit Spurenelementen. Und ja, es braucht einfach eine differenziertere Betrachtung. Und ein Betrieb, der das schon sehr lange macht, ist der Betrieb Häkler. Und der Josef Häkler ist ja leider jetzt vor fast 2 Jahren viel zu früh verstorben. Und ich war sehr, sehr froh, als ich gehört habe, dass Marion Häkler, eine der Töchter, den Betrieb auch weiterführt und jetzt als Agrarservice Häkler und Rodenstock und hier halt dieses Praxisseminar der AG Landnutzung ausführt. Und das ist in Wernberg-Köblitz auch der Betriebsstandort von Agrarservice Häkler und Rodenstock. Ja, Thema ist dort Klimawandel, Anpassung in der Landnutzung, und das ist genau der Haupthebel und aus meiner Sicht so ziemlich der einzige Hebel, den wir haben, das Wetter wieder balanciert zu bringen. Es sind die Wasserkreisläufe, die dafür in sehr, sehr vielerlei Hinsicht entscheidend sind. Und natürlich brauchen wir sehr, sehr viel mehr Kohlenstoff in den Böden, und das ist ja genau, was wir mit dem Humusaufbau machen. Und damit sind wir schon beim Wasser, und das ist dann die nächste Arbeitsgruppe. Und die wird moderiert von Christoph Felgentreu, vor langer Zeit mal Landesmeister im Leistungspflügen und heute einer der großen ja, Befürworter von pflugloser Bearbeitung und auch sonst ein toller Mensch, der wirklich klasse Sachen macht. Zusammen mit Dr. Andrea Beste, die natürlich super bekannt ist, da brauche ich nicht viel zu sagen. Und ja, hier geht es halt um gesunde Böden und dass wir da halt die Wasserqualität
Kreisläufe wieder aufbauen. Nur ein gesunder Boden, der wie ein Schwamm ist, nimmt das Wasser auf, wenn der Regen fällt. Und hier möchte ich einfach nur mal ohne Wertung Jana Rose erwähnen, die hier aus meiner Arbeitsgruppe in Hamburg ist. Wir haben eine Bodenforschungsgruppe, Bodenbiologie, Zusammenhang Boden, Wasser, mit inzwischen 5 Vollzeitleuten, super erfolgreiche Arbeit, die Riesenspaß macht. Und Jana wird jetzt hier auf dem Praxistag auch dabei sein. Ja, der Praxistag hat weitere Themen und die AG Wald unter der Moderation von Ludwig Pertl macht einen Schwerpunkt Waldumbau in einen Zukunftswald. Dann gibt es die AG Vernetzungspartner Gesunder Boden und da ist der Franz Rösel natürlich jetzt seit sehr langer Zeit ja im Grunde eigentlich die bekannteste Persönlichkeit im deutschsprachigen Raum über die ja, Weiterbildung, der den Bodentag gäbe es nicht ohne sein Wirken und auch sein ganzes Team, muss man ja sagen, es ist ein großes Team. Und da ist halt die Fortbildung, Vernetzung absolut wesentlich und das ist ja genau das, was hier gemacht wird und deshalb mache ich hier auch Werbung dafür. Ich bin ja auch halt als Uniprof in der Fortbildung tätig und ich kann wirklich berichten, das Interesse bei den Studierenden steigt mächtig an. Gerade auch bei den Internationalen, die sehen halt, in unserem Land geht alles den Bach runter. Hier sind Lösungen, die man konkret machen kann und wo die Bauern wieder mehr Einkommen generieren und wo die Wasserwirtschaft wieder läuft. Und dann gibt es auch ein weiteres Thema. Christian Ammerle, auch einer der zentralen Menschen bei der IG, der sich sehr für das Thema Gesundheit interessiert, wie ich selber auch. Und hier in dieser AG geht es um die vorbeugende Maßnahmen für Gesundheit der Menschen. Und dazu möchte ich kurz eine kleine Bemerkung machen. Das ist jetzt nicht abgestimmt mit der Arbeitsgruppe, aber das ist, was ich in meinen Vorträgen und Vorlesungen immer wieder betone. Nur gesunde Böden machen gesunde Pflanzen und gesunde Menschen. Und hier möchte ich nochmal ein Zitat bringen von dem berühmten Professor Dr. William Albrecht, auch heute noch in Deutschland, Albrecht-Analyse. Und einmal das Zitat bringen von Professor Albrecht aus 1940. NPK-Formeln, ne, wie NPK ist ja, glaube ich, hier in dem Kreis allgemein bekannt, Stickstoff, Phosphor, Kalium. Und ja, sowohl Stickstoffzugabe als auch Phosphorzugabe kann die Böden massiv stören, das ganze Bodenleben kaputt machen. Und jetzt das Zitat, NPK-Formeln, wie sie von den Landwirtschaftsministerien der Staaten vorgeschrieben und durchgesetzt werden, bedeuten Unterernährung, Befall durch Insekten, Bakterien und Pilze, Unkrautbefall, Ernteverluste bei Trockenheit, Klingeling, und allgemeiner Verlust an geistiger Schärfe in der Bevölkerung, was zu degenerativen Stoffwechselerkrankungen und einem frühen Tod führt. Das war bekannt 1940 schon und das ist auch sehr groß bekannt geworden. Es war im US-Kongress und es ist unglaublich, dass das immer noch jetzt weitergemacht wird mit einem System, was Böden zerstört, das Klima aus den Fugen bringt und Menschen krank macht, chronisch krank macht. Wir haben inzwischen chronische Krankheit als Normalzustand und das ist absolut nicht akzeptabel. Und hier haben wir einen wesentlichen Zusammenhang, den ich voll unterschreiben kann. Und der Kollege Albrecht war schon damals voll auf der Spur. Und das war alles noch ohne die zusätzlichen Probleme mit den Bioziden, die seitdem immer mehr eingesetzt werden. Ja, insofern bin ich froh auch über die Arbeitsgruppe Mensch,
Da bin ich vom Herzen ganz dabei. Und jetzt zum ganzen anderen Ablauf, das Tagungsprogramm. Ja, Schwarzachtalhalle ist eine große Veranstaltung und das ist nicht selbstverständlich. Das war vor 10 Jahren noch anders, aber dank der vielen Aktivitäten und den vielen Bodentagen, wo man auch noch viele tolle Videos findet in YouTube oder es gibt auch CDs, immer DVDs immer noch, die toll sind, wirklich eine Fundgrube. Das ist nicht tagesaktuell. Auch das, was ich in meinem Kanal mache, das ist nicht hier in diesem YouTube-Kanal, das ist nicht tagesaktuell. Schauen Sie sich auch ältere Videos an, das ist immer noch sehr, sehr wichtig. Und das ist halt zum Glück etwas, was sich jetzt langsam rumspricht, wie wichtig das ist. Und ich bin super froh, dass das jetzt so auf dem Weg ist. Ja, das Programm, 16.11. Ja, Einführungsvortrag von Franz Rösel, Gesundheit durch lebendigen Boden. Und das Zitat von Professor Albrecht hier, das zeigt, wie relevant das ist. Verlust an geistiger Schärfe, das ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Und insofern ist das halt etwas, wo wir einen Ansatzpunkt haben für hervorragende nährstoffdichte Produkte, die Mensch und Tier gesund halten. Und das geht nur mit gesunden Böden. Und dann haben wir auch sauberes Wasser und genug Wasser. Deshalb beraten wir Trinkwasserbetriebe. Und diese Zusammenarbeit der Wasserwirtschaft, die ich vertrete, und der Landwirtschaft ist entscheidend wichtig, weil wir müssen hier am gleichen Strang ziehen. Die Wasserknappheit in der Landwirtschaft ist ein Fallstrick. Ich bin selber tätig, praktisch tätig. Ich mache ein Stück Agroforst, ich mache Waldumbau und essbare Bäume sind ein Spezialthema für mich, Esskastanie und so weiter. Und ich weiß, wie stark die Beregnungen jetzt laufen zu vielen Zeiten. Die Grundwasserspiegel sinken und es kann einen Zeitpunkt geben, wo man die Beregnung abstellen muss und dann ist Ende im Schacht und nur bei Wiederbelebung der Böden, gesunden Böden, werden wir die Grundwasserstände wieder auffüllen. Und zum Glück geht es weiter, aber es geht leider gerade in Deutschland noch sehr, sehr langsam. Die USA, Nordamerika sind uns 20 Jahre voraus und von da konnten wir viel lernen, aber sehr, sehr viel Wissen ist in Deutschland vorhanden. Ja, und ich möchte hier zum Programm gar nicht mehr so viel mehr sagen, aber es ist halt auch toll, dass der Kollege Grasberger hier auch die ganze Komplexität darstellt. Das unsichtbare Netz des Lebens. Und das ist gerade Boden. Viele wissen gar nicht, wie komplex das ist. Und aus wissenschaftlicher Sicht muss ich sagen, wir wissen fast nichts von diesen ganzen komplexen Zusammenhängen. Es wird immer nur so getan, als ob die Wissenschaft alles weiß. Es ist das Gegenteil. Wir haben 2 Millionen Pilzspezies, von denen wir fast nichts wissen. Und erst jetzt verstehen wir, wie unendlich wichtig das ist, dass wir die Bodenpilze anreichern. Und das ist etwas, was halt auch hier in den ganzen Arbeiten der Arbeitsgruppen und hier bei den Vorträgen natürlich auch immer wieder mit durchkommt. Ja, dann wir haben dann natürlich auch hier Benedikt Ley Röckenwagner, Bodenfruchtbarkeit und Nährstoffkreislauf. Das ist halt genau unser Thema und das ist wirklich, die Nährstoffe kommen in die Pflanze, wenn der Boden gesund ist. Wenn der Boden kein Leben mehr hat, dann landen diese eigentlich teuer gekauften Nährstoffe im Grundwasser und sind da Schadstoffe. Für die Wasserwerke ist es immens teuer, die rauszuholen. Und in vielen Gebieten wäre die verursachergerechte Bezahlung dieser Wasseraufbereitung das Ende der Landwirtschaft im Einzugsgebiet. Und ich brauche gar nicht viel sagen dazu, wenn man jetzt nicht umstellt auf regenerativ, die Methoden sind bekannt, sie sind erprobt, dann braucht man sich nicht zu beschweren, wenn man irgendwann Probleme kriegt mit dem eigenen Betrieb, mit der Wirtschaftlichkeit. Regenerative Landwirtschaft ist der Weg zu einer weit verbesserten Wirtschaftlichkeit. Nicht sofort und es gibt
viel zu lernen. Deshalb Fortbildung jetzt im Herbst. Ja, dann das zum Programm noch oder zwei Bemerkungen. Also einmal die Agrarökologie. Also einige der Leute, die bei mir hier studieren und promovieren, sind im Bereich von Agrarökologie tätig. Und das ist halt etwas, wo wir uns auch zusammentun sollten mit den Menschen, die aus der Biologie dieses Thema anschauen. Und das ist halt einfach schön zu sehen. Kollegin Fink macht hier dieses Thema. Sie muss dann den Wachmacher nach der Mittagspause machen. Und dann möchte ich als letztes noch darauf hinweisen, der Vortrag von Stefan Lehmann, das ist ein Mann, der Weltklasse Kompostierung macht, ganz, ganz wichtige praktische Ausbildungen macht. Und von meinem Bodenteam waren zwei Leute dabei, waren absolut begeistert. Und was jetzt auch zum Glück in Europa endlich sehr bekannt ist, Johnson Zoo Compost. Stefan Lehmann geht noch sehr viel weiter und dazu gehört auch die Anreicherung der Mykorrhiza-Bodenpilze, die wirklich wundervoll bringen. Also wenn man sich das anguckt, wenn man sich nicht um die Mykorrhiza-Bodenpilze kümmert, egal ob das Flächenlandwirtschaft ist, Gartenbau, Agroforstsysteme, Waldgartensysteme, dann hat man nichts gekonnt. Und es ist halt inzwischen halt zum Glück immer besser. Und ich bin froh, dass halt die Mykorrhiza der Esskastanie der Steinpilz ist, ne? Ein tolles Zusatzprodukt. Gut, aber da lernt man deutlich mehr von Stefan Lehmann. Und hier muss man auch noch mal sagen, Deutschland in den 1950ern hat hier ein unglaubliches Wissen gehabt, schon von den 1920ern her, was dann leider sehr verdrängt wurde von Interessengruppen, denen eher das Geld verdienen wichtig war. Und insofern ist es halt gut, dass sich das jetzt ändert, dass diese Dinge wieder entdeckt werden mit Jahrzehnten von verlorener Zeit und vielen kranken Menschen, die jetzt wirklich dringend nährstoffdichte Nahrung brauchen und sauberes Wasser. Ja, damit bin ich durch. Und ja, nochmal die Erinnerung, ne? Herbst, Zeit für Fortbildung, Bodentag 2022. Sofort anmelden, auch online möglich. Damit danke ich fürs Zuhören und alles Gute.